Ja, servus miteinander und herzlich willkommen zum 93. Farmvlog. Ja, wie man im Hintergrund hört, man hört einen Schlepper. Ja, erste Probefahrt heute. Der KA15 läuft. Hab mir gerade auf der Straße probiert, also unten auf einer landwirtschaftlich genutzten Straße, da ist kein Verkehr weiter. Mal voll hochgedreht und nochmal laufen lassen, vor und zurück. Ja, und der Fahrradseite, die hätten ja mal im fünften Gang den Berg hochquälen können, dann wieder. Das haben wir doch nicht getraut, dass er ausgeht. Gut, mit Schraubenzieher kriegst du wieder an. Aber er läuft erstmal. Und wie er läuft, das zeige ich euch unten vor der Maschinenhalle. Oh, so weit, so machst du gut. Läuft. Hacke. Immer schön vor sich hin.
schön warm. Leise, ja, Hydraulik hebt und senkt und drückt und warm ist der Motor auch geworden. Ich habe heute nur ein wenig Sprit reingefüllt. Ja, Kühler hat ordentlich Temperatur. Jetzt sogar mal bis unten runter und nicht nur da beim Testlauf, da war er nur im oberen Drittel. Jetzt ist er bis runter. Hydraulikpumpe hat noch gar keine Temperatur, also das ist nichts, passiert nichts. Ja. Fahren tut er sich gut, keine Geräusche zu hören. Die Gänge sind soweit drin geblieben. Ich habe jetzt nichts gemerkt, dass irgendwelche rausgeflogen wären. Der dritte und der zweite Gang gehen ein bisschen stramm rein. Aber nicht mit Geräusche, sondern halt einfach bloß vom Reindrücken, vom Gefühl her irgendwie ein wenig schwerer. Muss ich erst einarbeiten. Wer weiß. Ja. Die Zapfwelle funktioniert, der Mähantrieb funktioniert. Das habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Aber so rennt die Kiste. Ja, macht Spaß damit zu fahren. Und nachdem er jetzt warm ist, könnte ich einmal das Getriebeöl noch ablassen. Dann könnte ich das auch gleich einmal wechseln und da frisches reinfüllen. Und dann wäre das auch gemacht. Um das Hydrauliköl abzulassen, muss ich, um das Getriebeöl abzulassen, muss ich die Schraube hier öffnen. Dann läuft das Öl ab und zum Einfüllen in dem Getriebe ist dann eine Schraube ein Stück weiter oben. Da muss ich dann mal gucken. Aber jetzt machen wir die erst einmal auf und dann sehen wir weiter. Einmal Ratsche und dann probieren wir mal. Da ist ein Sift dran. Mal schauen, ob da was kommt oder ob das so verschlammt ist, dass es nicht einmal mehr fließt. Klong ist ganz schlecht. Ja, das ist eine Suppe. Klong ist immer ganz schlecht. Dann hast du das. Schauen, wenn es da ist. Oh, also die Suppe, wenn ich sehe, das sieht nicht mehr aus wie Hydrauliköl, sondern eher wie Fließfett. Ich glaube, da hätte ich durchaus noch länger warm fahren können. Bei der Brühe. Ja, das Drum, was ich da habe, das schaut aus wie ein Stück vom Block innen her. Also es schaut jetzt nicht aus wie ein Zahnrad. Schaut eher aus wie ein Stück Guss. Kann ich euch mal zeigen. Ja, das Stückchen da hat Klong gemacht. Also mir schaut es aus wie ein Stück von innen her vom Getriebe selber, dass er drum vom Block abgeplatzt ist oder so.
Vielleicht an einer Stelle, wo eine Schraube reingedreht ist, weil ich habe oben am Getriebe eine abgerissene Schraube gehabt. Die Schraube steckt noch drin, aber der Rest ist abgerissen. Vielleicht hat hier mal einer mit zu viel Gewalt reingedreht, dass das Stück da oben dann abgeplatzt ist. Schaut auf alle Fälle nicht nach einem Stück vor dem Zahnrad aus. Das wäre ja schon mal erfreulich, wenn es das nicht wäre. Aber die Brühe, die da rausläuft, die ist schon beachtlich. Also, dass der da damit gelaufen ist, das wundert mich. Wenn man sich das anschaut, wie das rausfließt, das bildet ja unten einen regelrechten Berg. Also, ich meine, gut, es ist jetzt kalt auch, es ist jetzt nicht richtig warm gefahren, aber so, das ist schon, ja doch. Also als Öl bezeichne ich das jedenfalls nimmer. Naja, jetzt lasse ich das mal gar ab. Und wenn das draußen ist, dann füllen wir mal frisches Getriebeöl ein. Schon wieder Hydrauliköl. Hahaha. Ne, dann füllen wir mal frisches ein. Und ja, ich werde beim Einfüllen nochmal ein bisschen durchspülen. Geht zwar ein bisschen von meinem Öl verloren, aber dann ist das Getriebe so weit rausgefleit. Und dann ist diese alte ganze Schmierpampe da raus. Beim KL300 haben wir das Getriebe ja komplett zerlegt und noch hat es mit drin in der Arbeit gehabt, im Waschautomaten. Ist natürlich die schönste Art und Weise, weil es dann auch wirklich blitzeblank sauber ist. Muss nur relativ schnell mit Öl wieder fluten, sonst rostet der ganze Guss innen her zusammen. Aber hier normalerweise sollte Spülen reichen. Einmal durchlaufen lassen, das nimmt gar die restlichen Partikel mit. Dann frisch füllen und dann ein paar Stunden damit arbeiten und dann werde ich halt noch einmal einen Wechsel machen. Steht ja normalerweise in der Vorschrift drin, dass du nach so und so vielen Stunden wechseln musst. Und dann wird halt dieser Intervall ein wenig eher gemacht. Wenn er dann ein paar Mal gelaufen ist und das Getriebe mal wirklich richtig warm war. Und dann sollte der Rest gar raus sein. Aber so schaut es schon mal gut aus. An dem Magneten unten dran, an der Schraube, waren jetzt auch keine großen Späne oder was, dass ich sage. Alles der normale Abrieb, wie man ihn halt kennt. Also so weit, so gut. Toi, toi, toi. Ich verschreie es noch nicht so laut, man weiß nie, was noch kommt, aber im Moment zumindest bin ich ganz zuversichtlich, dass es dann vielleicht doch einmal ein bisschen vorangeht und dass das Ding vielleicht wirklich noch vor Weihnachten auf die Straße kommt, aber das werden wir sehen. Na gut, ich mache hier mal weiter und man sieht sich wieder.
So, vorhin habe ich eine Ladung Mist verfahren, habt ihr ja gesehen. Und jetzt habe ich gerade meinen Schweinestall unten ausgemistet und den Hühnerstall wieder ausgemistet. Und vom Pferdestall noch irgendwas mit drauf. Und jetzt kann ich noch einmal ausleeren, dann ist die gleich wieder leer. So muss das. Ja. Man könnte jetzt zwar noch irgendwas draufstopfen, aber was nicht muss, muss nicht. Ja. Stall ist auf alle Fälle wieder alles schön frisch, so wie das gehört, so wie das muss. Ja? Ja? Was ist? Hm? Ich hab da vorher gehabt. Nö, ich hab da vorher gehabt. Du redst damit? Freilich. Ja. Hier haben da hüten wieder alles schön frisch. Da habe ich mal einen Ball auf Reserve mit runter. Und da hinten ist natürlich auch alles schön frisch. Ja, passt es wieder. Dann nehmen wir noch den Mist aus. Und dann ist hier schon wieder Feierabend. Ja, und was gestern Abend in der Halle passiert ist, das kann ich euch noch zeigen, wenn wir dann wieder daheim sind vom Verfahren. Also, bis gleich.
So, jo, gestern habe ich ja Getriebeöl abgelassen, außen K15 und die Suppe, die haben wir da. Ja, sieht irgendwie komisch aus. Tolle Brühe. Das Ganze ist relativ zäh, wie man sieht, also da schwappt nicht einmal was. Das ist eigentlich eine dicke Platte, könntest du was sagen. Erinnert ein wenig an Karamell, da läuft es ein bisschen. Aber wie gesagt, alles recht zäh. Ja, schöner Schmodder ist da rausgekommen. Ich habe den Gästen dann, wie gesagt, leer gemacht. Ich habe meinen Vater dann gefragt wegen dem Ausspülen, hat er gemeint, nö, nichts ausspülen. Alles, was rausgelaufen ist, ist gut. Du füllst dann einfach mit der Öl rein, machst eine voll und dann in einem halben Jahr, also quasi im Sommer nächsten Jahres, wenn er dann richtig schön warm ist, dann lässt er nochmal die ganze Brühe ab und dann ist die Sache eigentlich wieder gut. Ja, und so mache ich das halt jetzt dann. Ja, mengentechnisch sind da der 8 Liter in das ganze Getriebe reingegangen. Das sind einmal 6 Liter an dieser Einfüllschraube hier. Ich habe quasi unten die Ablassschraube reingedreht, hier oben die Einfüllschraube geöffnet, habe da gefüllt, bis halt das Öl hier oben dann stand. Kurz vorm Überlauf, dann wird er zugemacht. Das waren ca. 6 Liter, die da rein sind. Und die zweite Ablassschraube, ja, die habe ich euch ja gar nicht gezeigt. Da ist nämlich eine zweite auch noch verbaut. Die sitzt hier unten. Da. Die habe ich auch rausgedreht. Da lief auch Öl raus, auch mit Wasser drin. Und ja, da sind dann nochmal 2 Liter reingegangen. Einfüllschraube sitzt hier oben. Das ist quasi ein Mehrwerksantrieb da drin. Ist auch wieder alles frisch geölt und dann passt die ganze Sache. Ja, zur Farbe, ich habe es ja gerade gesagt, da war wahrscheinlich Wasser im Öl drin. Ja, sowas kommt vor. Der Schlepper, der war länger gestanden, Kondenswasser hast du, du hast das Regenwasser, was drauf geht. Dann, wenn einmal gewaschen worden ist oder sonst was, da läuft durchaus Öl rein und das Öl, das schon vom Geruch her, würde ich sagen, also 20 Uhr ist bestimmt drin. Und wenn der in den letzten 20 Jahren ein paar Mal gewaschen worden ist oder was und dann vielleicht da noch draußen stand, nicht gescheit abgedeckt, dann ist da natürlich genug Wasser reingelaufen. Ja, was jetzt dann aktuell noch ansteht, wir müssen die Bremsen aufmachen. Also gebremst haben sie gestern zwar, aber irgendwie, was uns nicht gefällt, die rechte Bremse, das Gestänge ist recht lang. Und ja, der Winkel hier ist bescheuert, der steht ziemlich weit vor. Mal so im Vergleich zu der anderen Seite. Also der ist wesentlich weniger nach vorne gezogen. Und ja, vom Bremsen her hat sie wie gesagt funktioniert. Jetzt kann es entweder sein, die haben da wirklich mal die Stange gepfuscht, dass da mal nur die Stange reinkam und die hat einfach zu wenig Gewindegang. Weil ein bisschen nachgestellt gehört die Bremse auf alle Fälle. Oder was sein kann, dass innen was gebrochen ist. Allerdings, nachdem sie bremst, denke ich jetzt eher nicht, dass das der Fall ist, weil ich habe ja da draußen auf die Pflastersteine probiert und beide Räder haben blockiert. Auf Schotter möge das vielleicht gehen ohne Belag oder wenn der gebrochen ist, aber auf Pflastersteine normalerweise nicht. Ja, wie gesagt, da müssen wir halt einmal aufmachen, müssen wir reingucken. Entschuldigung, bisschen verkältet. Ja, und dann würden wir schon sehen, was da ist und eventuell, wenn man schon drüber ist und hat es eh offen, vielleicht sage ich dann doch, dass ich gleich die Belege aufkleben lasse, dann schicke ich sie zum Bremsenstöbel runter oder lasse von meinem Vater dann einschicken und die sollen aufgeklebt werden. Das dauert vielleicht eine Woche, zwei Wochen so in den Dreh und dann habe ich aber da auch Ruhe, dann weiß ich, die Bremse ist gemacht und der Schlepper hat ja nur diese eine Bremse, es ist quasi die Fuß- und Handbremse in einem. Lenkbremse geht ja auch da drauf. Von daher, ich meine, die macht man einmal, das sind, ich schätze mal 120, 130 Euro sowas in den Dreh wieder, sowas beim KL300 und dann habe ich wieder Ruhe, da kann ich die nächsten 20 Jahre bedenkenlos mit dem Beleg fahren, das ist überhaupt kein Problem und dann passt die Sache. Ja, aber wie gesagt, das muss man mal sehen, das muss man mal probieren, das weiß ich hinterher dann besser, im Moment, wie gesagt, kann ich noch nicht viel sagen, ich bin ja noch nicht drin gewesen, da muss halt mal aufmachen. Und dann sieht man das schon. Ja, und was da noch ein Punkt ist, der gemacht gehört, wenn das gemacht ist, er hat schon gesagt, jetzt mein Vater, weiß er nicht, ob es noch aufgeht. Der Hebel müsste hier runter. Dazu muss der Sicherring runter,
Und dann kann man den Hebel normal abziehen. Aber so wie der ausschaut, ist der so festgegammelt, der wird gar nicht mehr runtergehen. Kann ich nur probieren mit heiß machen eventuell, darf ich aber auch nicht so arg übertreiben, weil ja innen Dichtungen sind, die ich dann kaputt mache. Wäre auch nicht gut, weil dass ich diesen Hebel dann würde, da muss hinten ein Stift rein, in etwa auf der Stellung, weil das ist bei diesem Schlepper die Schwimmstellung. Dann ist die Hydraulik auf und ab frei beweglich. Und der Punkt hier, das ist ja quasi drücken und vorne natürlich heben. Habt ihr ja gestern Abend, wie ich gefilmt habe, dann quasi gesehen. Also vorhin. Und ja, da muss man halt schauen, dass das dann wieder funktioniert. Schwimmstellung wäre schon nicht schlecht. Ich meine, die hat einen Grund, dass sie eingebaut ist und verkehrt ist die nicht. Ich sage ja gerade mit Heuwinde oder so. Und dann geht es auch wieder. Ja, und wenn das alles gemacht ist, dann geht es dran, den ganzen Schlepper mal gründlich waschen, heiß abdampfen. Dann kann er runter in die Halle, da drüben rein. Und ja, dann wird man wohl mal einschüren müssen dazu. Ich meine, Altöl habe ich ja genug, das jetzt dann brennt, ne? Weil da habe ich Motorenöl, da habe ich Getriebeöl. Und drüben steht noch was mit Hydrauliköl, das kann man schön zusammenschütten. Der Ofen darf das verbrennen. Und dann heize ich da halt nochmal ein. Muss ich bloß gucken, ob es geht, weil die Folie ist ja bloß hochgetackert und nicht, dass ich da innen richtig schüre. Und die ganze Folie, die kommt mir runter. Weil die wird natürlich dann weich und dann zieht sich die. Also das wäre natürlich nicht optimal. Aber zum Abtrocknen muss es warm sein und zum Lackieren natürlich auch, weil Grundieren mag vielleicht noch gehen im kalten Zustand. Es dauert halt länger, bis trocken ist. Aber einen normalen Lack, einen Decklack, wenn du drauf machst, das haben wir bei meinem Auto damals gehabt. Bei meinem Smart, den ich gehabt habe. Der ist im Winter lackiert worden. Und da war nicht gescheit eingeheizt und es ist nicht über Nacht geheizt worden. Und am nächsten Tag waren die Teile dann alle matt. Gut, ich meine, es war ein besonderer Farbton. Das war halt was, das hat nicht jeder. Eigentlich war es rot hochglänzend. Und dann war es aber rot matt. Aber sowas passiert. Nur das möchte ich natürlich an dem Schlepper hier vermeiden, dass der dann matt ist, weil die anderen Teile, die sind alle jetzt quasi glänzend. Und wenn jetzt da der Schlepper, der Rest, in matt ist, schaut optisch nicht ganz so toll aus. Ich meine, hier wäre es jetzt nicht allzu dramatisch, weil es der Rumpf ist, aber wenn man es vermeiden kann, ich meine, dann macht man das natürlich schon. Aber so steht er jetzt da. Wie gesagt, gefahren ist er. Hat Spaß gemacht, hat mir gefallen. Ein bisschen unbequem, weil man natürlich keine Fußbleche hat. Und ein bisschen blöd, weil die Kupplung jetzt quasi keinen Anschlagspunkt hat. Du darfst sie nicht voll durchsappen, sappst du zu wenig durch, dann musst du aber aufpassen, dass die Zahnräder nicht aneinander kratzen. Das ist jetzt ein wenig nach Gefühl fahren gewesen. Das ist halt, wie gesagt, alles noch nicht eingestellt. Das wird erst gemacht, wenn dann die Trittbleche drauf sind. Du kannst nicht hergehen und kannst die Kupplung vorher einstellen. Dann hängt das Pedal zu tief oder das geht nicht tief genug runter oder ja, du kannst da halbe Verrenkungen dann machen, dass du überhaupt rankommst. Das funktioniert nicht, aber das wird auch noch. Ja, Schmiernippel müssen noch ergänzt werden überall. Da muss ich mal gucken. Entweder ich schneide Gewinde rein und mache dann Schraubschmiernippel rein, weil die drin waren, das sind alles nur so eingeschlagene. Da habe ich aber keine daheim. Entweder organisiere ich welche oder ich muss mal gucken. Und dann läuft das. Jo, so viel auf alle Fälle zum aktuellen Stand. Dann hoffe ich, dieses Video hat wieder Spaß gemacht und hat gefallen. Und weil ich es gerade sehe, weil ich jetzt einige Tipps gekriegt habe wegen dem Rohr vorne, das ich gebaut habe. Also ich habe meinen Vater ja gefragt gehabt, was ich für Rohr nehmen kann. Da hat er gesagt, auf keinen Fall Kupferrohr und der Frostschutz verträgt sich überhaupt nicht. Das frisst da alles zusammen. Entweder du nimmst Stahlrohr oder du nimmst Messingrohr. Das funktioniert beides, weil der Kühler ist auch Messing. Größtenteils. Ja, stimmt schon, was ich sage. Aber das Thermostat oder die ganzen Wasserhähne oder sind Messing. Aber die Leitung habe ich jetzt dann aus einem Stahlrohr gemacht. Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, ich habe dann was zusammengebastelt und es funktioniert. Das hat jetzt auch beim Fahren funktioniert, ohne weiteres. Ich habe hier oben ein Schlauchstück reingemacht und unten hatte ich noch aus der Halle oben einen 90-Grad-Bogenschlauch
Und dieses Stahlrohr, was hier drin ist, das ist einmal eine Hydraulikleitung gewesen. Die hat einmal zum Vorbau von dem orangen Mulcher da gehört. Und lag jetzt die ganze Zeit schon oben auf Halde. Ja, und da habe ich halt jetzt das Drum davon genommen. Es funktioniert, es ist dicht, es schleift nichts, es hält. Und so soll es doch sein. Es quackert kein Wasser raus. Also brauche ich nichts löten, brauche nichts biegen. Muss bloß reinschrauben. Die Schlauchstellen drauf und gut ist die Sache. So, aber jetzt in diesem Sinne sage ich trotzdem ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat wieder gefallen. Man sieht sich dann nächste Woche am Dienstag wieder. Und dann sage ich jetzt in diesem Sinne erst einmal Servus, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende.